Vor kurzem hat die evangelische Kirche ihren Kirchentag 2017 gefeiert. Zudem wurden prominente Persönlichkeiten wie Angela Merkel und Barack Obama auch zu der Veranstaltung eingeladen. Wie wir alle bereits wissen, wurde die evangelisch-protestantische Kirche von Martin Luther gegründet. Und Martin Luther hat ein bekanntes Emblem, was er immer wieder verwendet hat. Und das ist unter der Lutherrose bekannt. Wenn wir uns diese Lutherrose betrachten, dann sehen wir eine Rose, ein Kreuz und dahinter ein Pentagon. Und das ist eindeutig ein Zeichen der Rosenkreuzer. Hiermit gibt der Martin Luther zu erkennen, dass er ein Mitglied der Rosenkreuzer war. Die Rosenkreuzer gehören mit zu den geheimen Brüderschaften, ähnlich wie die Freimaurer, die die Geschicke der Welt aus dem Hintergrund ziehen. Die evangelische Kirche gehört zu den zweitgrößten Kirchen in Deutschland und ist mit der katholischen Kirche unter der Ökumene zusammengefasst. Wie wir aus Offenbarung Kapitel 17 wissen, ist die katholische Kirche die Hure Babylon. Aber nicht nur die katholische Kirche ist die Diener des Satans, sondern auch die evangelische Kirche. Wie Luther durch sein okkult-satanisches Emblem zu erkennen gibt, dass er unter dem Einfluss des Satans stand, so steht auch heute die protestantische Kirche unter dem Einfluss des Satans. Wie wir bereits in meinem Vortrag gesehen haben, gibt es verschiedene okkulte Gesten, die Satanisten benutzen, um sich in der Öffentlichkeit miteinander zu kommunizieren. Dazu gehören beispielsweise das Verdecken des einen Auges sowie das V-Symbol über das eine Auge und auch das OK-Zeichen über das eine Auge, was 666 die Zahl des Antichristen darstellt.
Mit diesem Video möchte ich die wahren wiedergeborenen Geschwistern, die noch vereinzelt in der lauwarmen evangelisch-protestantischen Kirche sich befinden, rauszugehen, sich eine bibeltreue Gemeinde auszusuchen und da aktiv zu werden. Tut Buße und geht aus ihrer Mitte heraus.